Seit 17 Jahren ist er für Hilfswerk tätig. Er war einer der ersten westlichen Hilfswerke, der nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal sofort Hilfe geleistet hat vor Ort und dort geschaut hat, dass es den Menschen besser geht. Am Samstag ist er Aargauer des Jahres geworden. Herzlich willkommen zum Tag täglich und herzlich willkommen Rocco Unbescheid bei uns in der Sendung. Sind Sie stolz auf den Preis, nehme ich an? Ja, bin natürlich wahnsinnig gefreut mit unserem Team. Es waren sogar einige noch wach in Nepal, die das verfolgt haben. Aufgrund der Situation in Nepal war es ein ganz wichtiges Zeichen für Sie, dass Ihr Land nochmal in die Öffentlichkeit kommt. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut über die Wertschätzung, die darüber kam von der Aargauer Bevölkerung in Bezug auf unsere Arbeit, die wir jetzt seit 17 Jahren ehrenamtlich machen. Und möchte auch nochmal ganz herzlich Danke sagen für diese weltoffene Entscheidung, auch generell. In Bezug auf das, was die Jury an Nominationen gemacht hat. Ich habe Simone und Christoph Bill als sehr gute Kandidaten kennengelernt, als tolle Menschen und möchte auch nochmal danken. Sie sind ja überaus deutlich gewählt worden, wenn wir das gerade nochmal schnell anschauen vom Samstagabend. Meine Damen und Herren, Aargauer oder Aargauerin des Jahres mit 53,4% wird der Rocco Unbescheid! Es regnet Silber für unseren Sieger. Wow! Aargauer des Jahres 2015. Das ist Ihr Applaus, Rocco Unbescheid. Ja. Haben Sie mit so einem deutlichen Resultat gerechnet, Rocco Unbescheid? Nein, wir sind völlig unvorbereitet in Bezug auf eine Resultaterwartung in das Event gegangen. Die Aufregung war groß, da wir normalerweise selten so im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, die Arbeit eher im Hintergrund machen. Und wo der Balken kam mit den 53,4%, habe ich eigentlich gedacht, dass es das Thema Flüchtlinge ist, was ja sehr bewegend ist, was die Menschen mitnimmt. Und dass das Resultat in die Richtung gegangen ist. Jetzt, Sie sind ja in erster Linie in Nepal tätig. Wieso Nepal? Was ist speziell an dem Land? Ja, vom Punkt speziell, es ist ein wahnsinnig herzliches Land, ein wunderschönes Land wie die Schweiz, mit den Bergen, mit den Menschen. Wir haben dort über 100 Ethnien, 120 Sprachen, die da gesprochen werden. Und damals, als wir den Grundgedanken gefasst haben, dass wir starten wollen, und selber Hand anlegen wollen, um ein bisschen mehr Gerechtigkeit in der Welt aufzubauen. Im Alter von 23 Jahren haben wir ein Kind kennengelernt bei einer Rezitation aus Nepal. Wollten eigentlich damals mit unseren eigenen Gehältern erstmal eine Reise machen nach Afrika, Asien, Lateinamerika und dann wieder sparen und dann loslegen. Und wo wir das Kind kennengelernt haben. Und ich hatte damals auch eine eigene Patenschaft in Ladakh und eine in Nepal, haben wir gesagt. Es ist eigentlich inkonsequent, jetzt zu reisen, loszulegen. Jetzt in der Situation ist viel wichtiger. Und was ist mit dem Kind denn genau? Was hat sich mit dem Kind genau auf sich gehabt? Was hat das ausgelöst? Ja, es saß an unserem Tisch und wir hatten schon den Gedanken gefasst, dass wir gesagt haben, du musst eigentlich selber die Veränderung in der Welt sein, das muss bei dir starten. Und es war die Rezitation, das Kind war zugeordnet an den Tisch, hat uns erzählt, wie die Situation in Nepal aussieht. Mhm. Ich habe dann selber durch die Patenschaft natürlich jährlich Berichte bekommen, damals bei Plan International eine Patenschaft gehabt und in Ladakh dann noch eine. Und hatte dadurch natürlich auch schon eine Vorstellung vom Land und saß dann mit Roman, meinem besten Freund und Mitgründer, von dem Projekt im Zug auf dem Weg von Stuttgart zurück zu unserem Arbeitsort. Wir sind ja alle Pflegekräfte auf einer Schädel-Hirnverletzten Intensivstation gewesen und habe gesagt, du bist eigentlich inkonsequent, wenn wir jetzt erstmal reisen und dann wieder sparen. Ne? Wer weiß, ob sich unsere Träume dann verwirklichen lassen. Lass uns jetzt starten. Und dann haben wir gerade sofort etwas gemacht. Und das erste Projekt in Kathmandu ist ein Waisenhaus gewesen. Das Shangri-La-Waisenhaus haben wir 1998 aufgebaut. Damals als Privatinitiative geplant. Wir wollten eigentlich nicht mehr als 15 Kinder und 3 Angestellte haben. Und durch den Zuspruch, den wir da von Anfang an hatten, als junge Menschen, ist das schon wahnsinnig schnell dann in die Größe gegangen, das Projekt, sodass wir mittlerweile ja diese 8 Projekte mit 8000 Menschen haben. Genau, eben, Sie haben mittlerweile eine ganz lange Liste von Projekten. Sie haben Schulen gebaut, Sie investieren in die Ausbildung von der nepalesischen Bevölkerung, wenn es um Landwirtschaft geht, wenn es ums Ingenieurwesen geht.
Beschreiben Sie uns einmal die Situation in Nepal, vielleicht noch vor dem verheerenden Erdbeben, das es im April gegeben hat. Das Land ist ja mausarm. Ja, also gerade der Bildungsaspekt, wo Sie erwähnen, ne? Da ist Nepal auf Platz 194 bei Index Mundi, ne? Das ist ein Riesenthema. In Sachen Bildung. In Sachen Bildung, ja, also genau. Also ganz, ganz zinderst. Ganz, ganz weit hinten, ja. Ich glaube, 21 Länder kommen da noch nach Nepal in dieser Statistik. Deswegen haben wir da einen Schwerpunkt gelegt. Wir haben auch ganz viele Pädagogen und Leute, die im Bildungsbereich beheimatet sind. Und wenn ich so zurückschaue auf 1998, kann man sagen, wir hatten eigentlich nie Ruhe. Wir haben seit 1998 stetige Veränderungen erlebt. 1998 gab es noch einen König, Nepal-hinduistisches Königreich damals gewesen. Dann kam der Bürgerkrieg, wir haben die Schule, das dritte Projekt, dann eigentlich mitten im Bürgerkrieg. Wo, da sind Sie geblieben. Da sind wir da gewesen, ja, und haben dann die Schule aufgebaut. Und dann kam der Königssturz, also von dem Nachfolger. Erst gab es einen Königsmord, dann kam der Königssturz, dann hat das Volk sich im Endeffekt die Demokratie erkämpft. 2006, 2007 waren wunderschöne Begebenheiten in der Zeit, aber wahnsinnig hart natürlich, weil auf der Straße permanent Polizei stand mit Waffen, ne? Es wurden Autos angebrannt und dergleichen. Und dann seit 2007 hat das Land eigentlich versucht, diese junge Demokratie zu leben. Hat es nie hinbekommen, eine eigene Verfassung sich zu geben. Und jetzt, wo sie sich gegeben haben, schlittern sie gerade wieder eine in neue Katastrophe. So, da kommen wir gerade noch kurz in die Projekte, die Sie da alle aufgestellt haben in Nepal. Und Sie sagen, das ist politisch immer wieder drunter und drüber gegangen. Haben Sie nie Probleme gehabt? Mit den Behörden hat man Ihnen nie Stein in den Weg gelegt, Ausländer, Europäer, die da kommen und probieren, irgendetwas aufzubauen. Ist das immer gut gegangen? Oder was sind Ihre Erfahrungen? Nee, es war natürlich immer herausfordernd. Ne? Also da, was in den Regierungsoffices in Nepal los ist, ist der Wahnsinn. Auch wieder jetzt nach dem Erdbeben. Ne? Das sind schon Strukturen, die wirklich Seltenheitscharakter haben. Was heißt das? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Das hat zum Beispiel die klare Konsequenz gehabt, wo wir damals das erste General Agreement haben wollten, wo wir das Haus gebaut haben. Für die Waisenkinder haben wir erst gemietet und dann gleich bauen können durch die Unterstützung von der Plato-Stiftung, die uns seit 1998 unterstützt. Dass wir da hingegangen sind, ein General Agreement haben wollten, wo uns eigentlich zusagt, dass wir Gas, Strom, Steuern und so weiter für dieses Haus kostenlos haben und dass die uns ein Jahr lang durch diese Gebäude gescheucht haben, wir einen Mitarbeiter für ein Jahr abstellen mussten, weil eben immer Korruptionsgelder verlangt worden sind. Wir gesagt also haben, sind immer etwas müssen zahlen, dass sie nee, sie wollten das. Ja. Also das wollten im Endeffekt die Regierungsbeamten und für uns war klar, vom Grundsatz her, das wäre der größte Widerspruch, den wir machen könnten, da irgendwas zu machen, aber dann musst du halt einen Angestellten abstellen. Hast die Möglichkeit, entweder du investierst viel Zeit in die ganzen Papiere, Genehmigungen und dergleichen, oder du entwickelst Druck von oben. Wir hatten dann auch immer viele Verbindungen über unsere nepalesischen Vereine, unsere Partnervereine, haben dann zuweilen aber über Premierminister, über Bildungsminister Druck ausüben können auf diese Behörden. Ah, da haben Sie direkten Zugang gehabt. Und da haben wir direkten Zugang gehabt und das hat uns ganz oft geholfen. Ja. Kommen wir zu dem verheerenden Erdbeben vor dem Frühling. Wenn wir uns das gerade noch mal kurz anschauen, was dort passiert ist. Am 25. April 2015 ereignete sich in Nepal das schlimmste Erdbeben seit über 80 Jahren. Über 8.900 Menschen verloren ihr Leben, 880.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen. In manchen Distrikten sind über 80% der Häuser zerstört. Die Menschen und ganz besonders die Kinder sind traumatisiert. Aufgrund der Vielzahl an zerstörten Schulen sind 1 Million Kinder weiterhin ohne gesicherten Zugang zu Bildung. Das sind unglaubliche Bilder. Rocco Unbescheid, Sie haben das Land seither ja schon besucht und selber gesehen. Was haben Sie dabei für Eindrücke bekommen? Ja, es war natürlich schockierend. Ich habe im Mai, nachdem wir die Krisenstäbe aufgebaut haben in 4 Ländern, um die Hilfslieferungen zu organisieren, sind wir selber unten gewesen. In Nepal haben das zweite Erdbeben live dann miterlebt. Das waren ja 2 Erdbeben. Sind Sie schockiert gewesen, als Sie das gesehen haben? Ja. Das Ausmaß von Zerstörung in dem ja bereits sehr armen Land. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ne? Das war natürlich herzergreifend. Und zum anderen mussten wir natürlich in diesen 20-Stunden-Tagen diese Krisenstäbe aufbauen. Und diese Anspannung, 20 Stunden parat zu sein, zu koordinieren, Entscheidungen zu treffen und die Emotionen gar nicht an sich ranlassen zu können, das war für alle Leute, die in den Krisenteams Funktionen eingenommen hatten, natürlich ein Mega-Stress.
Und wo wir dann vor Ort waren, war das natürlich wahnsinnig emotional, die nepalesischen Mitarbeiter in die Arme zu schließen, die Einzelgeschichten. Wir haben eine Person bei uns, die wir selber ab dem vierten Lebensjahr in den Projekten begleitet haben, wo 17 Angehörige alle verloren hat. Wir haben einige Mitarbeiter. Also das war ein Waisenkind, das von Anfang an in dem Waisenhaus war, in dem Fall. Ja, genau. Ja. Arbeitet jetzt bei uns im Wiederaufbauprojekt. Und das sind natürlich, das geht natürlich in Mark und Knochen. Da muss man sich dann wirklich zusammenreißen. Ja. Was ist mit Ihren Gebäuden passiert, die Sie dort haben? Das war intakt geblieben, oder? Gebäude stehen zum Glück. Wir haben da sehr viel Wert drauf gelegt, schon beim Bau 99 vom Waisenhaus und dann auch beim Bau der anderen Häuser, dass die Erdbeben sicher sind. Wir haben ein paar Risse in den Gebäuden. Wir haben Ingenieure natürlich sofort angesetzt, das alles zu prüfen. Wir haben die Kinder in eine Notunterkunft gebracht. Die Kinder waren also monatelang in dieser Notunterkunft, weil es ja stetig neue Nachbeben gegeben hat. Man hat täglich 5, 6 Nachbeben gehabt. Manchmal wusste man gar nicht mehr, gaukelt einem das Gleichgewichtsorgan jetzt wieder ein neues Nachbeben vor. Wo hätten Sie da selber gewohnt in dieser Zeit? Auf dem Zeltboden haben wir geschlafen mit den Kindern. Wir hatten eine große Notunterkunft. Die haben wir dann später noch ausgebaut, damit es dauerhaft wurde. Weil man wusste ja nie, wann hört das endlich mal auf und denkt ja eigentlich, wie bei anderen Katastrophen, nach einer Woche kannst du wieder aufbauen. Mhm. Nepal hat das eigentlich bis heute nicht erreicht, dass sie nachbebenfrei sind. Heute erst sind wieder 2 Nachbeben reingegangen, unmittelbarer Nähe von Kathmandu. Ich hatte jetzt 6 Stunden Telefonate mit Mitarbeitern, mit verschiedenen Mitarbeitern. Heute ist das Krieg. Ja, die haben das auch gespürt. Das hängt dann immer davon ab, wie nah ist das Epizentrum dann von den Projekten weg. Und was wir natürlich nicht wissen, bei aller erdbebensicheren Bauweise und den Ingenieuren, die bei uns mitarbeiten in den Teams, was machen diese tausenden Nachbeben seit April irgendwann auch an den starken Bausubstanzen aus? Auf jeden Fall haben Sie und Ihr Team und Ihre Helfer haben sofort angefangen, dort den Wiederaufbau in die Wege zu leiten. Wir haben ein paar Bilder dazu, die Sie gerne kommentieren können, von der Soforthilfe in Nepal, wie das ausgesehen hat. Ja, das ist hier die erste nachbebenfreie Sequenz. Das war der zweite Flug im Juli. Und hier feiern wir mit unseren Kindern zusammen den Angestellten die erste nachbebenfreie Sequenz von 72 Stunden. Das ist eine temporäre Schule. Wir haben für 1.500 Kinder temporäre Lernsysteme aufgebaut, bauen ja auch 4 Schulen wieder auf, die komplett finanziert sind, neben den 12 Schulen, die wir in Nepal schon errichtet haben. Hier sehen wir eine Frau, die ganz tolle Arbeit leistet. Das ist ein Projekt Shakti Samuha, wo sich um Prostituierte kümmert und Frauen zur Prostitution. Das sind unsere Bauingenieure. Wir entwickeln die Häuser gemeinsam mit den Menschen. Hier stimmen sie gerade ab über die Bauweise. Das sind Ihre nepalesischen Mitarbeiter? Das sind Bauingenieure, genau. Hier stellen sie gerade einen rauchfreien Ofen vor. Das sind unsere deutschen Ingenieure, die seit 5 Monaten unermüdlich daran arbeiten, dass diese Pläne auch wirklich erdbebensicher werden mit den nepalesischen Ingenieuren zusammen. Ganz viele Nachtschichten, die schieben. Häuser. Genau, und dann gibt es 2 Bautypen. Im Distrikt Lalitpur haben wir eher eine Steinbauweise. Das ist hier ein Makwanpur, eine Holzsteinbauweise. Und die sind sicher? Die sind erdbebensicher geplant, ja. Da stecken jetzt 4 Monate Nachtschicht drin, das alles zu entwickeln, mit den Hauseigentümern zusammen immer wieder zurückzuspielen, weiterzuentwickeln mit ihnen. Und es ist eine ganz tolle Arbeit, die das Team da geleistet hat, ja. Mhm. Können Sie etwas sagen, wie die Hilfe, was das alles kostet? Was rechnen Sie jetzt da insgesamt mit für Kosten, was Sie müssen ausgeben? Geld, was Sie müssen zusammentreiben? Also wir machen ja seit dem Erdbeben, eigentlich seit Tag 2, läuft das Krisenteam in Nepal mit der Soforthilfe für 36.000 Menschen, dann die 5.000 Menschen in der Monsunhilfe. 3-monatlicher Regen kam ja auch noch überlappend mit diesen Nachbeben. Und dann haben wir ja das Wiederaufbauprojekt. Wir wollen in dem Wiederaufbauprojekt 174 Häuser und 4 Schulen aufbauen. Ein Haus kostet 5.000 Franken. 110 Häuser haben wir jetzt seit dem Preis am Samstag finanziert. Also 64 Häuser sind noch nicht finanziert. Und die 4 Schulen konnten wir schon mittlerweile finanzieren. Also ein Riesenprojekt, das wir da umsetzen mit unserem Kooperationspartner, der Stiftung USTI. Und die Nerven sind natürlich angespannt, weil uns extrem viele Hindernisse durch äußere Faktoren in den Weg gelegt werden. Mhm. Sie haben 4.700 Leute, die Sie bereits unterstützen. Sie bekommen auch Geld vom Staat in Deutschland, aber nicht in der Schweiz. Wieso eigentlich nicht? Ja, wir haben das damals ja aufgebaut, ehrenamtlich. Machen sie ja immer noch ehrenamtlich. Ne? Wenn man sich das überlegt, schon vor dem Erdbeben war das so, dass wir ein 80-köpfiges ehrenamtliches Team haben in den Aktionskreisen, in den Fachbereichen. Die haben alle ihre fixen Aufgaben, die sie dauerhaft betreuen. Und da waren wir schon im Endeffekt an dem, was das Maximum ist für eine ehrenamtliche Vereinsstruktur. Deswegen haben wir vor allem in Deutschland am Anfang die Struktur aufgebaut, wo ich dann 2002 in die Schweiz gekommen bin. Haben wir den Schweizer Verein aufgebaut, weil dann viele Freunde natürlich gefragt haben, wie können wir dich unterstützen. Aber wir haben jetzt erst seit 2 Jahren eigentlich ein 5-köpfiges Team
an Schweizerinnen, die den Verein übernommen haben, die den Verein tragen, die den super weiterentwickeln. Und staatliche Finanzierung werden wir natürlich auch hier zum Thema machen. Also dank dem Preis, das könnte ja möglicherweise sogar ein Türöffner sein, könnte ich mir vorstellen, dass Sie da staatliche Gelder ankommen. Ihres Team, Sie haben gesagt, sind 80 Leute und die sind in der Schweiz und in Deutschland oder nur in der Schweiz. Wie muss man sich das vorstellen? Was machen die? Die arbeiten das ganze Jahr ehrenamtlich für die Projekte. Genau, die schaffen genauso wie wir ehrenamtlich. Da steckt ja auch eine Lebensphilosophie dahinter, kann ich gern später noch erläutern. Und da haben wir zum einen Fachbereiche. In jedem unserer 8 Projekte haben wir 2 Personen im Tandem, die die fachliche Kompetenz sicherstellen. Also wir haben zum Beispiel im Waisenhaus Psychologen, Sozialpädagogen, in dem Schulprojekt zum Beispiel Pädagogen dann mit dabei. Wir haben ein Team an Bauingenieuren, in Statiker in Ulm, der noch mit drin ist. Und dann natürlich auch Fachbereiche, die Themen Medien, Fundraising, die Webmaster und so weiter übernehmen. Ja. Das ist eine tolle Arbeit. Und dann gibt es noch die Aktionskreise in 10 Städten, die machen eine Hammerarbeit und 200 Aktionen seit April, die gemanagt haben. Wenn man sich für Ihre Projekte bei Ihnen setzt, kann man sich da bei Ihnen melden? Oder wie läuft das ganz genau für Leute, die sich interessieren? Also man kann zum einen in den Aktionskreisen mitmachen. Da gibt es auf der Homepage auf waisenkind.ch die Möglichkeit, sich anzumelden, wenn man sagt, ich will eher aktiv werden. Man kann uns einladen, wir gehen an Schulen, wir haben Schulmodule entwickelt und es ist ganz wichtig, der nächsten Generation etwas von unserem Ansatz, dass man selber die Veränderung in der Welt sein kann, weiterzugeben. Man kann ein Praktikum in Nepal machen, man kann uns finanziell unterstützen durch zum Beispiel Patenschaften, durch die Unterstützung bei diesem Hausbau. Da gibt es also vielfältige Möglichkeiten, die wir auf der Website auch umfassend beschreiben. Ja. Okay, Bescheid, wann gehen Sie das nächste Mal auf Nepal? Ist da schon wieder eine Reise geplant? Ja, am 27.12. ist der nächste Flug. Das ist auch wahnsinnig wichtig, weil unser Projekt jetzt in den Startlöchern steht. Wir sind gehören zu den ersten 2 Organisationen, die Genehmigung vom Sozialministerium erhalten haben, wieder aufbauen zu dürfen. Und das Verrückte ist, dass dem Wiederaufbau natürlich jetzt auch Knüppel zwischen die Füße geworfen werden mit der seit 100 Tagen andauernden Grenzblockade. Wir haben kein Benzin, wir haben kein Gas, wir haben mittlerweile keine Medikamente mehr im Land. Gleichzeitig fehlt der Bauminister, der dann noch die Baueingaben genehmigen muss. Wo ist denn der? Der ist noch nicht eingesetzt. Jetzt, nachdem sich Nepal nämlich die neue Verfassung gegeben hat, gehen da die Prozesse jetzt viel, viel langsamer. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Bevölkerungsgruppen, die mit der neuen Verfassung, die jetzt endlich mal nach 8 Jahren auf die Wege geschickt wurde, ein Problem haben. Schuldzuweisungen in alle Richtungen. Und deswegen geht da gerade nichts voran im ganzen Land. Also da ist noch sehr viel zu tun, wenn man Ihnen so zulässt. Und es ist alles eine sehr schwierige Arbeit. Wer den Rocco Unbescheid und seine Hilfswerke unterstützen will, finanziell, der kann das natürlich jederzeit tun auf seiner Website www.waisenkind.ch. Sieht man alle notwendigen Angaben und dort kann man auch entsprechende Spenden tätigen. Rocco Unbescheid. Nepal ist der Schwerpunkt. Haben Sie vor, auch noch zu expandieren in andere Länder? Es gibt viele Länder auf dieser Welt, man kann nicht alles. Trotzdem, haben Sie irgendeine Idee oder ein Projekt, wie es könnte weitergehen? Ja, wir haben ganz klare Schwerpunkte. Das eine ist natürlich jetzt die 8 Projekte zu sichern, bei den Umstandsfaktoren, die wir haben. Natürlich Stabilität und Sicherheit erstmal zu vermitteln. In solchen Situationen, wenn man 7 Monate lang von Nachbeben durchgeschüttelt wird, der Monsun noch kommt, jetzt der Winter einbricht. Das ist schon mal eine Herausforderung. Dann die 174 Häuser, die wir schaffen möchten, die 4 Schulen. Wir haben in Gambia zum Beispiel schon mal ein ganz tolles Projekt, Ding Dingo, unterstützt und haben auch viele Netzwerke und Partnerschaften in Nepal im Dezember zum Beispiel mit Interplast Germany, eine Intensivstation, ein OP-Saal unterstützt. Das sind natürlich Dinge, wo wir drin haben, aber wir möchten natürlich auch die gesellschaftspolitische Arbeit ausbauen. Wir wollen noch mehr in Schulen gehen, noch mehr Möglichkeiten zum Handeln aufzeigen mit dem eigenen Konsum, mit den eigenen Tätigkeiten, also an junge Menschen auch noch mehr herantreten. Was ist eigentlich das frustrierendste Erlebnis gewesen in den 17 Jahren? Also es gab in den Regierungsbehörden ganz viele Situationen, wo man wirklich ganz viel Kontenance braucht, um sich zusammenreisen muss. Es gab jetzt nach der Erdbebenhilfe ganz viele Egoismen, wo ich gesehen habe, die dann wirklich trotz einer solchen Katastrophe da sind, wo, wenn ich so das Menschenbild von uns mit dem vergleiche, nicht so ganz passend zu der Situation, das war so frustrierend, aber ich glaube, so das Härteste eigentlich, was ich erlebt habe, war eben das Gespräch mit diesem Jungen von uns, der die 17 Angehörigen erlebt hat, selber aufgestaut mit dem Druck, 2 Wochen lang schon diesen Krisenstab zu koordinieren. Und wo er dann erzählt hat, wie er mit dem Helikopter hilflos über diesen
Trümmern geschwebt ist, nicht runter konnte. Sie mussten abdrehen wegen dem Wetter. Nächsten Tag dann 17 Angehörige aus den Trümmern rausgeholt hat. Also das war schon mit das Härteste in den 17 Jahren. Hat es denn auch schon einen Moment gegeben, wo Sie gedacht haben, jetzt hören wir auf und brechen das Ganze ab? Nee, also ich denke, Govinda und Shangri-La, das sind auch wirklich Sachen, wo wir auch merken, wie wir bei den Menschen ankommen, dass die Leute unsere Philosophie, die wir tragen, verstehen. Da haben wir noch nie drüber nachgedacht, abzubrechen, aber es gibt natürlich einzelne Personen, die dann eher mal sagen, jetzt habe ich es so und so lange getragen, ich möchte mich ein bisschen zurückziehen und dann kommen neue Leute dazu. Das gibt es natürlich. Frau Gumbescheid, nochmals herzliche Gratulation zu dieser Wahl zum Aargauer des Jahres und weiterhin viel Erfolg bei dieser sicher wichtigen und richtigen Arbeit, die Sie in Nepal erledigen, zusammen mit Ihren Helfern. Das ist es bereits wieder mit dem Talk täglich. Danke Ihnen daheim fürs Zuschauen. Macht es gut und ade miteinander.